Herzlich willkommen, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich bin QLP 100, der mit der Zahl hinten dran. Nein, ich bin QLP 100, der mit der Zahl hinten dran. Dann bin ich Rockkartoffel LP mit dem LP hinten dran. Genau, so sieht's aus. Und wir spielen Dead Space 4. Los geht's! Ich hab mein Zahnrad fallen gelassen. Es schwebt in der Luft. Boah, das ist schon offen. Ich würde jetzt den callen. Juhu. Mach es auf. Oh, ich nehme Zahnrad mit. Schneeanzüge und so. Crass, dude. Hoffentlich ist meiner schwarz-rot. Mein Zahnrad ist weg. Und drei, wir gehen auf. Genau. Ich lasse mich hier von der Frau ablenken, nicht du, du ignorantes Arsch. Sagen Sie es mir. Wann sind Sie gearscht, Clark? Ja, nicht der Gearschte. Du bist ja ganz schön so lebensaufgabemäßig, ne? Du hast schon so. Nee, ich hoffe, ich sterbe. Tja. Alter! Keine Wuselviecher! Wo ist es hin? Klappe zu und Augen auf. Hier liegt schon wieder ein neues Hardware-Teil, was hier. Alter, komm her rüber. Warte. Oh. Warte ganz kurz, ich muss gerade was aus dem Inventar rausschmeißen, bevor ich hier was verpasse, weil du weitergehst. So, wir können. Mensch, die hängen aber auch ab hier. So. Das musste mal gesagt werden. Ein blutiger Kühlschrank. Wer hat da wohl seine Tampons drin aufbewahrt? Oh, da! Das taugt mir gar nichts. Oh mein Gott, wie die ganze Zeit so ein Gel fallen lassen. Das ist bestimmt die ihr Ooze. Die ihr Dosensaft. Dosensaft. Okay, sonst ist hier nichts. Wir müssen weiter. Ich mach mal die Tür. Wir haben hier auf die Uhr geguckt. Jo. Ich sag schon Bescheiß. Bescheiß? Der bescheißt mich doch eh nur. Okay. Audio Message. Und los. Hauen Sie rein. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Ackerman! Bist du da? Oh Gott, ich rieche. Oh mein Gott, hat er die alle gegessen? Kann gut sein. Hast du deine Oh, du hast deinen Helm schon wieder auf. Weil ich geil bin, Alter. Hier, dass hier so ein Vieh rumsteht, interessiert ihn nicht, ha? Mehrere. Ich habe keins gesehen. Wie es dir gerade durch die Tür hinterhergelaufen ist. Alter, es sind immer mehr. Und die siehst du nicht, die sind so dünn. Ja, das stimmt, die sind so dünn. Wie der Geldbeutel deiner Mutter. Der war ja hart, Junge. Der war ja hart. 2 damage, 1 clear. Was? Pump Room. Müssen wir in den Pump Room? Pumping? Motherfucking pumping? I'm pumping. Hör auf zu singen, Mann! Ich bin.
wütend. Ich mach die Tür auf. Pumping. Steht da. Da drin ist Quarantined. Die sollte man nicht rauslassen. Warte mal, da geht's auch noch weiter. War jetzt da weiter. Hier ist noch eine Tür. Na, das ist nur die Tür. Da hinten war nichts mehr drin in dem Schatten. Da lag bloß eine Trophy. Alter. Ist das alles unterirdisch hier oder was? Yes! Alter Schwede, da hinten ist schon wieder so ein komisches Schalterrätsel. Mehrere! Oh mein Gott, alles voll mit diesen hässlichen Drehscheibenrätseln. Ah, nee, warte. Nee, geht ja auch nicht. Müssen wir das so machen. So. So. Ah. Ja. Zurück. Das ist zu stachelig, geh da bitte weg. Du nein, nie! Wir müssen, wenn er schnell zurückgeht, durchrennen und da an der Seite raus. Jetzt! Ich hab's. Aber okay. Man hätte es natürlich auch mit Stase verlangsamen können, ne? Wir Trottel. Müssen wir, glaube ich, sogar. Wenn's vorne ist, dass wir die Stase draufhauen. Warte. Ich mach das, oder? Warte, warte. Jetzt! Na, großes Kind. Ah, hier hinten müssen wir durch. Nee. Hä? Hier hinten ist was. Hier hinten müssen wir, glaube ich. Ach nee, wir müssen reinlaufen und es dann stoppen mit Stase und dann durchrennen. Warte. Hä? Aufladen. Warte, warte, ich zeig's dir. Ich mach das schon, Dickerchen. Jetzt mal vor. Und jetzt. Und los. Ah, oh, okay. Oh, it's crazy, Alter. Du bist ja ein übelstes Genius. Okay, hier ist das super neue Rätsel. Sagen wir machen D. Nein, da warst du schon. Dude. Na, mach du mal. Ich glaube, du kriegst das ganz gut hin. Okay, warte. Pass auf. Auf Anhieb. Krass, übelster Shit. Biam! Ich glaube, jetzt kommen Viecher. Ich glaube, jetzt, ja. Nee, immer noch nicht. Nee, jetzt müssen wir warten, bis... Oh, doch. Wieder die kleinen Kackviecher. Sowas wie Granaten wären echt nicht schlecht in dem Game. Das wären die übelsten Lifesaver. Läuft hier einfach durch und drücke random E. So. Okay, jetzt muss ich gucken, wo wir lang müssen. Also da hinten nicht. Wir müssen nach da hinten. Lauf, Forest! Okay, Ladder. Ja, das war ja alles noch recht easy. Ja, Partner needs more space. Hm? So viel Schokoladen-Nikoläuse wie du gegessen hast, kann ich mir das vorstellen. Optional Mission. Alter, ich brauche dringend mal wieder eine Bench, damit ich diese ganzen Blueprints und Sachen da ablegen kann. Anzugstation sogar, oh. Zwei Stück. Jesus! Jeden eine! The Arctic Survival Suit has been unlocked.
Bitte lass ihn schwarz-rot sein, bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie schnell er in der Kapsel drin ist. Ja, Duke. Ja, Duke. Es weiß. Mein Gott, bitte lass ihn bei mir andersfarbig sein. Er ist rot. Ah nee, er ist Gold. Er ist Gold. Er ist rot. Gold ist die beste Farbe. Oh, der Helm ist gut. Oh. Oh. Ah nee, warte. Luft brauchen wir nicht. Panzerung brauchen wir auch nicht. Was haben wir noch? Stase, Kinese und Stase. Duration von meiner Stase kann ich aufwerten. Sonst leider nichts, überall zu wenig Zeug. Gut. Oh, ist der Helm krass. Oh, sieht aus wie ein Transformer, wie Optimus Prime. Dann werde ich mir das doch mal schnell angucken. Sieht nicht aus wie Optimus Prime. What the fuck? Übelst, oder? Sieht aus wie ein Future Power Ranger. Alter, das ist kein Gesicht, das ist Licht. Das ist einfach bloß Licht, ne? Du siehst echt fucking langweilig aus dagegen. Ich sehe aus wie so ein, wie nennt man das, so ein Vorderteil von einem Schiff. Carp wird ganz schön belohnt in dem Spiel, muss ich sagen. Audiolog, hören wir uns die an. Oh ja. Die sind hier alle ganz schön am Durchdrehen, muss man ja mal feststellen. Eine Küche! Ey, kannst du kochen? Soll ich kochen? Was gibt's denn bei dir? Mit Spaghetti Bolognese, einverstanden? Ach, wir sind schon wieder hier. Oder? Ja. Oh, wir müssen ja auch da nicht hin. Bleib mal hier. Ja, deswegen wollte ich eigentlich in die andere Tür gehen, dass da es vielleicht dort noch irgendwie shopartiges Zeug gibt. Ruf den Aufzug. Partner is waiting at elevator. Jawohl. Alter Fresse, mein Helm ist ganz schön Imba. Imba ist auch so ein Wort wie YOLO. Imba! Aber Imba ist cool. Ah, wir sind also da. Beschissen. Okay! Ja. Müssen wir hier hoch hin? Jo. Way Station Exit. Oh mein Gott, wir sind wieder im Freien. Wir sind umzingelt von Bergen. Und sind wir eben hier schon reingegangen? Ey, stimmt, wir haben ja jetzt Schneesuits. Wir brauchen jetzt nicht mehr auf die Kälte aufpassen. Das ist gut. Was werden wir hier noch für Geheimnisse finden? Das ist etwas, was es rauszufinden gilt, wenn man weiter einschaltet, nämlich morgen um 17 Uhr. Es sei denn, ihr seht diese Videos extrem in der Zukunft. Dann könnt ihr sie jetzt gleich weitergucken. Das ist auch geil. Eigentlich lohnt es sich erst so richtig, wenn so ein Let's Play fertig ist, dass man es guckt, ne? Ja. Obwohl es ja dann auch für die einzelnen Parts immer so Cliffhanger ist. Oh, jetzt kann ich mich wieder freuen. Und so. Ich finde es, um ehrlich zu sein, schöner Let's Plays schön dann anzugucken, wenn sie auch rauskommen und nicht einfach ein Let's Play ganz durchzuschauen, weil dann ist es langweilig. Hast du recht. Also Spiele, die ich schon kenne, da würde ich dann eher Let's Plays angucken, die schon komplett sind. Ja. Obwohl ich von Spielen, die ich kenne und selber gespielt habe, eigentlich gar keine Let's Plays gucke. Das ist mir sowieso zu doof. Aber ja, wie dem auch sei, ein Fazit von dir bitte, abschließend. So, fangen wir mal an. Am Anfang vielleicht ein paar Schocker-Momente und ziemlich viel Gemetzel, mehr Gemetzel als Schocker. Dann im Zwischenteil zu viel Story, dann kam ein Zwischenteil mit zu viel Einschlafpotenzial und jetzt ist es eigentlich wieder nur Gemetzel. Also, Dead Space wäre das jetzt meiner Meinung nach nicht.
stimme ich dir vollkommen zu. Also der erste Teil war da bei weitem am stärksten. Der war noch eins von den Spielen, wo man sich überlegt hat, ob man jetzt wirklich weiterspielen soll, weil das immer so gleichzeitig masochistisch und aber auch geil war. Aber der zweite war da ein bisschen mehr Action, war aber gut inszeniert. Auch das Spiel ist gut inszeniert, finde ich. Also es hat so seine Momente, es ist alles hochwertig, Soundtrack, Vertonung, alles super, alles top. Aber es ist halt echt einfach bloß, da kommen dann Gegner und dann tötet man sie. Das ist so, hat so Doom 3 Charakter. Und irgendwann ist der Schock dann vollkommen weg. Auch die Panik ist irgendwie weg. Man hat nur noch so dieses, ah, es sind wieder Gegner da, die müssen wir jetzt alle totschießen. Und im Fall von diesen kleinen Wuselfiechern, wo halt immer 46.000 gleichzeitig kommen, ist es dann fast schon so eine Geduldsprobe. Immer so, ah, oh, jetzt kommt noch einer, jetzt stirbt doch endlich mal, wir wollen weitergehen und so. Und es ist auch ziemlich voraussehbar, wenn man in einen Raum reinkommt, wo 2000 Stase- und Explosionskanister drin sind und man bekommt dann noch so einen Aufzug, der dann defekt ist. Na? Es ist nicht so subtil. Im ersten erinnere ich mich daran, dass man da echt teilweise, da hat es dann ewig Geräusche gemacht und angedroht und man dachte die ganze Zeit, jetzt kommt gleich was. Und dann kam nichts und in dem Moment, wo man sich wieder entspannen wollte, kam es dann. Ja. Und das war ganz großartig und das hat der erste Teil eigentlich durchgehend geschafft und das macht das Spiel halt jetzt gar nicht mehr. Null, nichts. Ich vermisse diese guten alten Lüftungsschächte, wo man so Viecher durchkrabbeln hört und sich denkt, oh mein Gott, hier ist irgendwo was. Das ist halt einfach nicht mehr da. Das hier spielt ja auch eher weniger, also schon auf Raumschiffen, aber eher so in größeren Räumen. Wo ja. So, bei dem Dead Space 1 und 2 hat man sich mehr eingeengt gefühlt, meiner Meinung nach. Und hier ist eher so freie Welt, über den Planeten drüber laufen oder durch Weltraum durchschweben. Ja, ja. Irgendwie ist das alles so ein bisschen, naja, es will nicht so richtig zünden. Wie dem auch sei, so als Koop-Spiel macht es ja aber eigentlich schon recht Spaß. Also da kann man schon mal spielen. Ich würde Singleplayer nicht spielen, das weiß ich jetzt schon für mich, das habe ich beschlossen, weil das würde mich einfach nicht reizen. So Koop war genau die richtige Entscheidung und ich glaube, das werden wir auch durchziehen bis zum Schluss. Warum eigentlich auch nicht? Wer bricht denn schon Let's Plays ab? Nur Leute, die Let's Plays abbrechen. Genau so sieht's aus. Ich bin Koop LP100, der mit der Zahl hinten dran. Und ich bin Rockkartoffel LP, der mit dem LP hinten dran. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.